bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. The power of the dark side, mehrere Treffer in Sektor 2. Endlich! Ziel wurde getroffen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ich habe den Code. Gebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Wonder Tower, ja. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Ja. So. Diese Tigerwaffen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Hilf uns! Bitte! Hilf!
Ich muss Gardimon von hinten angreifen. Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass das? Du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Aha. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast Wahnsinn. So viel geopfert. Und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Stehen bleiben, keine Bewegung! Dank, Batman, du gehst jetzt wohin? Für all deine Hilfe. Und jetzt? Sind echt viele Gegner. So anstrengend. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Jetzt habe gesetzt. Ich Gewissheit. Los geht's. Aber das muss machbar sein. Jetzt geht's ganz gut. Was? Da bist du schon grad. Er muss überkommen. Da. Ja.
Yo! Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen. Ich werde es Feuer und Schwefel auf diese Tiere regnen lassen. Irgendwas muss doch da ohne Sinn. Warum soll die Schimpfste runter dürfen? Ach, wie sind das mit dem Seltener gegangen? Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen probieren.
Während Sie in meinem Gewahrsam sind, werden Sie den Bestimmungen von Arkham bis ins Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen Ihr eigenes Überleben sicher. Regel 1. Nähern Sie sich nicht der Außenmauer, die diese Anlage umgibt. Jede Annäherung wird als Ausbruchsversuch gewertet, gegen den mit äußerster Härte vorgegangen wird. Regel 2. Alle Gefangenen haben sich auf Anfrage freiwillig einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen. Wer Widerstand leistet, muss mit extremer Gewaltanwendung und psychiatrischer Behandlung der Stufen 9 und 10 rechnen. Regel 3. Tigerwachen sind in Arkham City jederzeit weisungsbefugt. Wenn sich Ihnen eine Tigerwache nähert und Ihnen einen Befehl gibt, haben Sie unverzüglich eine kniende Position einzunehmen und die Hände hinter Ihrem Kopf zu verschränken. Sollten Sie diese Position nicht einnehmen, haben Sie mit Gewaltanwendung zu rechnen, die mit äußerster Härte erfolgt. Diese Regeln sind unumstößlich und Kraft der mit von den Bürgern Gothams verliehenen Vollmachten Gesetz. In meinem Gewahrsam sind, werden Sie den Bestimmungen von Arkham bis ins Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen Ihr eigenes Überleben sicher. Regel 1. Nähern Sie sich nicht der Außenmauer. Jede Annäherung wird als Ausbruchsversuch gewertet, gegen den mit äußerster Härte vorgegangen wird. Regel 2. Alle Gefangenen haben sich auf Anfrage freiwillig einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen. Wer Widerstand leistet, muss mit extremer Gewaltanwendung und psychiatrischer Behandlung der Stufen 9 und 10 rechnen. Regel 3. Wo muss ich? Tigerwachen sind in Arkham City jederzeit weisungsbefugt. Wenn sich Ihnen eine Tigerwache nähert und Ihnen einen Befehl gibt, haben Sie unverzüglich eine kniende Position einzunehmen. Entschuldigung, wir hätten das nicht tun sollen, aber hier herrscht Chaos. Strange bringt alle um, die er hier reingeschickt hat. Er nennt es Protokoll 10. Was sollen wir jetzt machen? Warten Sie hier. Ich kümmere mich um Strange. Und Kraft der mit von den Bürgern Gothams verliehenen Vollmachten Gesetz. Es musste ohne was Sinn. Geht doch, Sinne. Na kommt doch weiter. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange... Ja, versteck dich einfach weiter. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier.
Oh, ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Rücke vor, um zu sichern. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Ich muss diesen Bereich sichern, bevor ich weitergehe. Lasst euch alle wie Kleinkinder aussehen. Wechsel auf Wärmebild. Ziel gesichtet. Ziel verloren. Verfolge Ziel. Rücke vor, um zu sichern. Hä? Die Person kommt hier lang. Da ist ein Sniper dabei. Wie soll ich... Also, der Nachtsichtgerät sieht mich... Ziel neutralisiert. Ah! Arkham City ist zu ihrer Grabstätte geworden, Wayne. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm. Der Raum ist gesichert. Alle 9 Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Wieder! Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Die Person über meiner Position. Ziel verloren. Verfolge Ziel. Die Zielperson ist über uns. Ich muss den Bereich zuerst sichern. Hä? Aber sie haben Kontakt mit Ziel. Ich sehe Batman. Die Zielperson kommt hier lang. Die Zielperson ist über uns. Zielperson bewegt sich da lang. Die Zielperson kommt hier lang. Die Zielperson kommt hier lang. Ich bin einfach flotter unterwegs. Ziel verloren. Verfolge Ziel.
Die Zielperson kommt hier lang. Spring doch runter. Halt still. Zu mir. Ziel gesichtet. Der große Batman ist vom Sockel gestürzt. Gut. Der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Die Zielperson kommt hier lang. Die Zielperson kommt hier lang. Person kommt hier lang. Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Habe Zielperson über meiner Position gesichtet. Ziel neutralisiert. Sie haben seine Erwartungen also nicht erfüllen können. An dieser Stelle bis zum nächsten wie Mal. Wie vorher sichtbar. Okay, komm mit, oder für. Das riecht mich zu arisch auf der Flippis aus und dann kann ich nicht mehr flimmen. Haut rein, möge die Macht mit euch sein.